absolut sicher. Absolut sicher. Und Sie glauben gar nicht, wie ernst mir das ist. Ich hätte längst regieren können. Aber wir haben nach der Bundestagswahl 2005 bewiesen, dass wir Wort halten. Und dass kein Ministerposten so schön sein könnte, dass wir Wort brechen. Das haben wir 2005 bewiesen. Und das ist mir bei dem Thema faires Steuersystem, niedriger, einfacher und gerechter absolut ernst. Frau Bernhardt, ich würde nie heilige Eide dafür schwören, dass am Schluss von Koalitionsverhandlungen exakt unser Tarifverlauf herauskommt. Ich würde auch nie heilige Eide dafür schwören, dass alles zu 150% in der Steuerpolitik so nach Koalitionsverhandlungen rauskommt, wie wir es als FDP richtig finden. Wir wissen auch, dass wir Kompromisse machen müssen. Aber es wird ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem geben oder es gibt keine Koalition mit der FDP. Das ist uns absolut ernst und es ist absolut auch bezahlbar. Wenn es uns nur gelingen würde, durch ein faires Steuersystem 10% der Schwarzarbeit zurückzuführen in die reguläre Wirtschaft, die Staatsfinanzen würden sprudeln. Die Behauptung, wir könnten uns Steuersenkungen und ein faires Steuersystem nicht leisten, ist falsch. Wir können es uns nicht leisten, darauf zu verzichten. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn wir Arbeitslosigkeit und wachsende Arbeitslosigkeit verhindern möchten. Wir sind in der Beziehung felsenfest entschlossen. Ich würde Ihnen nie einen heiligen Eid dafür schwören, Frau Bernhardt, dass das alles zum 1.1. des Jahres 2010 dann auch kommt. Ich weiß auch, genau wie unsere Experten, wenn wir am 27. September in Regierungsverantwortung vom Wähler gestellt werden, dass nicht alles sofort zum 1.1. dann des nächsten Jahres schon in trockenen Tüchern ist. Ich weiß auch, dass wir die Periode brauchen, um das durchzusetzen, aber es wird so kommen, weil es so kommen muss. Weil es nicht länger so sein kann, dass derjenige, der in Deutschland arbeitet, der Depp der Nation ist. Weil Regierungen der letzten Jahre immer mehr Steuern, immer mehr Abgaben und immer mehr Bürokratie draufgeladen haben. Und das werden wir ändern. Das ist die Kehrtwende, die Deutschland braucht. Dass sich die Leistung derjenigen, die sich anstrengen wollen, wieder lohnt. Dagegen stellt sich die SPD. Dahinter stellt sich leider nicht mehr die Union. Aber dafür kämpft die FDP.